Wir haben eigentlich schon einmal einen ähnlichen Einwand behandelt, und zwar den Einwand, dass das Christentum dazu geschaffen worden sei, um Menschen zu unterdrücken, sodass die Leute, die an der Spitze des Christentums stehen, einfach mehr Macht bekommen. Einen blödsinnigeren Einwand kann es natürlich nicht geben, wenn wir sehen, was Jesus Christus für uns am Kreuz getan hat. Er hat sich verurteilen lassen, er hat keinen verurteilt, ja, und die Apostel, die sind einen Märtyrertod für den Glauben gestorben und haben auch niemanden unterdrückt, ja. Und das haben wir dann natürlich in aller Komplexität nochmal abgehandelt, aber in diesem Beitrag geht es um etwas Ähnliches, und zwar um den Einwand, dass das Christentum und die Kirche geschaffen worden seien, um Menschen mit dem Mittel der Angst vor der Hölle zu unterdrücken. Dieser Einwand kann allerdings aus mehreren Perspektiven widerlegt werden. Das Christentum entstand im ersten Jahrhundert nach Christus als eine religiöse Bewegung und breitete sich trotz heftiger Verfolgung durch das Römische Reich und auch durch jüdische Seite aus. Die frühen Christen waren oft Opfer von Unterdrückung und Verfolgung und nicht die Unterdrücker. Die Kernbotschaft des Christentums war Liebe, Vergebung und Hoffnung auf das ewige Leben. Jesus Christus reichte uns die Hand. Gott wird Mensch, Gott wird einer von uns, um sich in die Sünde zu begeben, um diese von innen heraus, um den Tod von innen heraus zu zerstören, um uns Hoffnung zu geben. Das ist Kernbotschaft des Christentums und nicht Angst und Unterdrückung. Die Lehren Jesu konzentrieren sich auf Liebe, Barmherzigkeit, Vergebung und Nächstenliebe. Jesus predigte, dass das größte Gebot die Liebe zu Gott und zu den Mitmenschen sei. Die Drohung mit der Hölle, ja, die ist keine Drohung in dem Sinne, als die Menschen hörig gemacht werden sollen, sondern die Menschen werden davor gewarnt, dass Schlechtes zu tun einfach Konsequenzen hat. Denn was wäre denn, wenn es einen, wenn Jesus einen Gott gepredigt hätte oder wenn Jesus ein Gott wäre, der keine Hölle hat oder der sagt, Hölle, das ist doch alles nur Blödsinn. Was wäre denn dann? Dann könnte jeder Mensch tun und lassen, was er will. Es gibt ja sowieso keine Bestrafung. Dann könnte jeder Mensch Religion zu Machtzwecken nutzen. Dann ist es egal, wie man handelt. Dann gibt es auch zwischen Mutter Teresa und Hitler keinen Unterschied mehr. Einen solchen Kuschelgott zu predigen, ist nicht nur in höchstem Grade unrealistisch und naiv, sondern kann sogar mit diesen Tendenzen sehr gefährlich sein, weil es zu einer Verweichlichung und Verwaschung der Moral führt und mit der Behauptung, ich kann ja sowieso alles tun, also machen wir mal, ja, können dann ganz schlimme Dinge gerechtfertigt und legitimiert werden. Aber genau das funktioniert eben nicht, denn es ist ja eben nicht so, dass die Hölle nur für die Nachfolger gilt und für die Päpste und für die ganzen Kirchenväter und so weiter nicht. Ja, jeder Mensch ist individuell auch von der Hölle betroffen, auch nicht davor gefeit, dass er vom Teufel sich verführen lässt. Ja. Da muss jeder Mensch aufpassen, und wenn jemand, der die Kirche nicht ordentlich führt, ja, wenn ein Diakon, ein Bischof oder auch ein Papst, ja, in seinem Leben Wasser predigt und Wein säuft, dann hat das für ihn genau solche Konsequenzen. Ja, das bedeutet, das geht individuell jeden Menschen an, die Lehre von Jesus Christus. Es geht um die positive Motivation, nach seinen Prinzipien zu leben. Und wer die Prinzipien Jesu Christi, Nächstenliebe, Feindesliebe, soziale Gerechtigkeit und Frieden ernsthaft als schlecht abstempelt, mit dem kann auch irgendetwas nicht stimmen. Naja. Die Kirche hat im Laufe der Geschichte viele soziale, kulturelle und wissenschaftliche Beiträge geleistet. Klöster und kirchliche Institutionen waren Zentren des Lernens und der Wissenschaft im Mittelalter. Die Kirche gründete Universitäten und Krankenhäuser und förderte Kunst und Kultur. Viele kirchliche Reformbewegungen, wie zum Beispiel die Franziskaner und Benediktiner, hatten das Ziel, auf Basis von Jesu Missions- und Hilfsauftrag, die Gesellschaft zu verbessern und den Armen zu helfen. Die christliche Theologie betont, dass der Mensch sich aus freier Überzeugung für Gott entscheiden kann. Er kann Ja zu Gott sagen. Das bedeutet, das Christentum ist weder Drohbotschaft noch etwas Negatives. Das Christentum, und das hat im Jahr 2008 Papst Benedikt der 16. in Castel Gandolfo ganz schön gesagt, das Christentum ist erst einmal eine positive Option, und die wiederzusehen ist sehr wichtig. Denn das Christentum ist keine Drohbotschaft, ist kein, ja, du kommst sowieso in die Hölle, wenn du das und das und das nicht tust, ja? Sondern das Christentum ist eine Botschaft der Liebe. Das Christentum ist, wenn Gott dir die Hand reicht. Und eine schönere Botschaft als das Christentum kann es dementsprechend gar nicht geben.
Aber man sollte sich eben auch nichts vormachen und sagen, ja, einen Kuschelgott, den zu postulieren wäre besser, weil, wie gesagt, was das für Konsequenzen haben kann, habe ich hier nicht nur skizziert, sondern bereits des Öfteren eben auch als naiv zurückgewiesen. Das bedeutet, auch so läuft es halt einfach nicht. Ja? Und deswegen kann auch die christliche Lehre als eine Möglichkeit, die Konsequenzen von schwerwiegenden moralischen Verfehlungen zu betonen und zu bereuen, herausgestellt werden. Das ist kein Mittel zur Massenkontrolle. Ja? Und deswegen lässt sich zusammenfassend sagen, wenn Jesus Christus sich am Kreuz dahinschlachten lässt, mehrfach weltliche Macht versagt, ja, also sagt, nein, ich möchte nicht euer König, ich möchte nicht der König von Israel sein, sondern er will der König des Himmels sein und geht dafür auch den Leidensweg. Wenn die Apostel überall hingehen und dort predigen und den Märtyrertod auf sich nehmen, und wenn wir sehen, was für eine positive Botschaft der Liebe und was für eine positive Option das Christentum ist, dann lässt sich ein solcher Einwand schlicht und ergreifend nicht mehr aufrechterhalten.